das ist so. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in vielen anderen Betrieben eher schlecht läuft, dass es ums Überleben geht. Nur wenige Kilometer entfernt in der sächsischen Oberlausitz in Niesky hat im vergangenen Jahr der letzte Güterwagenproduzent in Deutschland die Tore geschlossen. Die Firma war 1835 gegründet worden. Also wenn man das geschichtlich bedenkt, die haben die Märzrevolution überlebt, den deutsch-dänischen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Nazis und die Kommunisten. Nur die deutsche Energiewende und die Ampelregierung haben die nicht überlebt. Und das, obwohl ja die Verlagerung des Transports auf die Schiene buchstäblich in jeder Sonntagsrede unserer Politiker vorkommt. Das ist ein Tiefschlag und man sieht daran, dass es im Strukturwandel nicht nur darum gehen kann, neue Industrien anzusiedeln, neue Firmen, neue Betriebe zu bauen. Man muss überhaupt erstmal diejenigen retten, die schon da sind. Und das ist im Beispiel Niesky, Güterwagenproduktion, gehörig schiefgegangen. Man bekommt es aber nicht zustande, das zweite Gleis zwischen Cottbus und Lübbenau, also Richtung Berlin, endlich zu legen. Das ist nach dem Krieg als Reparationsleistung abgebaut worden. Das ist inzwischen ungefähr 78 Jahre her. Das heißt, 40 Jahre DDR und 38 Jahre Bundesrepublik haben es nicht vermocht, dass auf 25 Kilometer Länge ein zweites Gleis gelegt wird auf eine vorhandene Trasse.